Marie behauptet, ich kann in einer Minute einen Ball öfter im großen Kreis jonglieren als Fußballprofi Lars Ricken. Marie fängt an, ihre Aufgabe ist es, den Ball. Guck mal, wir können das mal, kannst du den mal, du zeigst einfach, was ich sage. Du kannst ja den Ball in den Händen halten. Also, die Aufgabe ist es, den Ball vom Fuß aufs Knie, von da auf den Kopf, vom Kopf aufs andere Knie und dann auf den anderen Fuß. Und da dürfen keine Doppelberührungen drin sein. Und wenn das geschafft ist, ist das ein großer Kreis. Ne? Wir zählen dann, wie viele große Kreise ihr jeweils schafft. Und insgesamt ist dafür eine Minute Zeit. Wenn du fertig bist, dann kommt Lars dran. Und ja, am Ende, wenn der Ball runterfällt, darf natürlich passieren, könnt ihr ihn wieder hochnehmen, könnt ihn auch zwischendurch fangen. Aber dann zählen wir natürlich immer den Kreis dann jeweils nicht, wenn er nicht komplett vollendet war. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Eins. Ja, der war noch, du warst noch dran. Ja. Wow. Marie, das waren 17. Wow. Ja? Super! Auch dir viel Glück, viel Erfolg und auch für dich läuft die Zeit mit der ersten Ballberührung. Wann immer du willst, geht's los! Ja, der war komplett. Raus. Zeit ist um. Es waren 8. Ja. 8? Es waren. Ich hätte so gern was gesagt, aber er hat mir verboten zu reden, während er das macht. Es waren 8 komplette. Gefühlt hat sich wie 22. Ja. Ja. Ich sag mal so, es waren mehr Versuche. Aber komplette Kreise waren es tatsächlich 8. Es sei denn, Professor Brüggemann berichtigt mich. Na, es tut mir leid, ich habe auch nur 8 registrieren können. Es waren zwischendurch ein paar Doppelberührungen drin. Und dann muss ich natürlich immer wieder an dem Punkt dann ansetzen. Also insofern, schlussendlich waren es. Nein, also ich glaube, wir müssen festhalten. Und Lars, das ist unbestritten. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die sie hier abgeliefert hat, oder? Ich habe auch selten. Ja? Selten so gerne und so charmant auch verloren. Und man merkt ja vielleicht auch ein bisschen, wie ich außer Puste bin, als ich trainiert habe. Ich habe das mit Pulsgurt gemacht, da habe ich einen Puls von 150 gehabt. Ja, vielleicht weiß man ungefähr, was das bedeutet. Also es ist nicht unanstrengend. Und wir sagen damit auch ganz offiziell, dieses Duell gewinnt Marie! Super, oder? Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.